Und willkommen zurück bei Minecraft. Unsere Basilika wächst in die Höhe. Ja, da würden zwar manche behaupten, das ist ja die Höhe, aber da hätten sie auch recht. Jetzt muss ich nämlich erstmal gucken, wie ich das hier möglichst ideal gestalte, also quasi in der Hinsicht, dass ich jetzt mal die... Sind das Alkoven? Na, auf jeden Fall die Alkoven hier abdecke. Diese Seitenteile. Wo dann später mal ein Händler drinne stehen soll. Dann muss ich mir überlegen, wie ich das denn mache. So, ich mache erstmal die Wand hin, damit wir das mal haben. Weil Wände sind immer ganz gut. Ich meine, man wird ja auch... Ich weiß nicht, wie ich jetzt gerade drauf komme, vermutlich wegen der Musik. Das ist relativ wahrscheinlich. Man wird ja auch immer wieder von irgendwelchen Medien beeinflusst. Zum Beispiel habe ich mir ja gestern erst, also heute ist der 24.05., da habe ich mir gestern erstmal den letzten Livestream angeguckt. Und da waren ja auch erstens Geburtstags-Livestream mit Haufen Krebs und so weiter und so fort. Und da waren ja auch quasi gewisse Gäste da. Und wie mache ich denn das jetzt hier? Wie hatte ich denn das da gemacht? Wie soll das eigentlich aussehen? Jetzt muss ich mir erstmal überlegen, wie das aussehen soll. Und dabei quatsche ich ein bisschen, obwohl das zusammen nicht klappt. Deswegen werde ich am Ende ohne Ergebnis dastehen. Da waren ja auch gewisse Gäste da. Also die Band zum Beispiel. Und da guckt man sich so ein bisschen was an. Dann möchte man glatte Band gründen. Aber was mir jetzt bei der Musik so eingefallen ist, dass eigentlich mal eine richtig schicke Sache wäre, so eine Art Games-Radio zu machen. Wo halt wirklich Spielmusik die ganze Zeit läuft. Also sowas hier oder auch die ganzen Tracks aus Fallout. Die sind ja durchaus populär, sage ich jetzt mal. Also, durch das Spiel sind sie jetzt populär geworden in der heutigen Zeit, aber die würden bestimmt auch populär sein, wenn man sie einfach so mal spielen würde. Einfach so ein bisschen alternatives Games-Radio. Das wäre doch echt mal eine tolle Sache. So, eine tolle Sache wäre auch, wenn mir mal einfallen würde, wie ich das ja nicht machen will. Mal gucken, ich probiere mal was. Probieren geht über Studieren. Also 1, 2, 3 hoch, das ist die Standardhöhe. Ja. So. Und dann ist gegenüber nämlich genau da. So. Also dann da die Treppen dran. Also das ist jetzt ein bisschen ein Denkprozess hier, deswegen dauert das eine Weile. Dann vielleicht, also... Boah, ich weiß gar nicht, wie habe ich das in der Kopie gemacht? Wie soll das überhaupt aussehen? Wir haben da Bögen, wir haben da Bögen. Natürlich wäre es einfach, wenn ich die Bögen an die Decke klatschen würde, also hier oben hin. Aber wäre das geil? Nee, ne? Oder wäre das geil? Ich weiß es gerade nicht. Ich gucke mal, ob das geil wäre. Ich meine, so ein hohes Gewölbe ist ja immer besser als so ein niedriges Gewölbe. Da bin ich mir jetzt gerade etwas unschlüssig mit mir selbst. Wenn ich jetzt also quasi einfach mal diese Säule hier um, also die Säulentechnik, um entsprechende Grad drehe, vielleicht lasse ich sogar die Lücke hier drin, ich weiß es nicht, dann das so hier mache, bin ich ja quasi an der Wand, ne? Ich meine, das sieht eigentlich gar nicht so dämlich aus. Aber die Sache ist nämlich die, dass ich das nicht exakt so machen kann, weil das ja dann doof aussehe. Weil die Technik ist ja auf diesen Abstand hier zugeschnitten und das ist ein ganz anderer Abstand. Also müsste ich das anders machen. Also weg mit dem Spaß erstmal. Wenn ich jetzt hier die Treppe dran setze. Nee, doch, haha. Ich bin ja auch dämlich. Also wenn ich jetzt hier das wieder hinsetze, dann das hier wieder dran setze, dann an die Ecke hier eine Treppe dran bastle, wie auch immer ich das jetzt hinkriege, warte mal. So. Ne? Und dann hier einen Hüpfer rüber mache und dann hier so die Treppe dran kacke. Dann hätten wir doch eigentlich das, was wir haben wollten, oder?
Also ich glaube, in der Kopie hatte ich das irgendwie kunstvoller gemacht, aber so geht das ja auch. Denke ich mir zumindest. Haben wir da eigentlich eins in der Mitte? Ja, da haben wir eins in dem. Ach nee, das ist ja dann Kacke, das sieht unsymmetrisch aus. Ich komme darauf nicht klar. Ja, weil die Treppe zu hoch sitzt, deswegen ist es doof. Hinunter mit dir, Treppe, du wirst gestürzt. Ja, ich weiß, über Treppenstürze sollte man vielleicht keine Witze machen, aber es muss ja nicht den ganzen Tag lang passieren. So, dann machen wir das hier mal wieder weg, weil das doof aussieht. Dann muss ich mal irgendwie in eine andere Position hier gelangen. So, vielleicht von hier und dann halt hier dran die Treppe. Und dann halt dahin. Mal gucken, ist das jetzt annehmbar? Ich hoffe doch mal, weil... Tja, tut mir leid, wenn ich jetzt das Mikrofon vollgepustet habe, aber du musst hier erstmal meinen Gedankendampf ablassen. Ich meine, an sich ist es konform mit dem Rest der Architektur. Und dann... Da müsste ich jetzt aber mir noch was überlegen. Warte mal. Wie ich den Quatsch dahinter baue. So. Wenn ich jetzt hier die Treppe habe und das vielleicht auch noch möglichst an der Wand anschließen sollte, müsste ich ja hier quasi die nächste Treppe. Dann den gleichen Spaß eigentlich hier und dann so. Ich mache jetzt mal kurz einen Freestyler, aber ich hoffe, das wird mir verziehen. So. Und dann vielleicht so. Ne, das hier wirkt zu massiv. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, aber eigentlich, also... Wenn ich jetzt hier noch eine Treppe hinsetze... Ich meine, das hier ist dann das hier. Dann müsste ja hier dann ein Slab hin, damit dann da oben der Boden kommen kann. Hui, das ist gar nicht so einfach, sich so ein Gewölbe hier zurecht zu konstruieren, vor allem wenn es schon wieder dunkel wird. Meine Güte. Ich gucke mir das mal am nächsten Tag an, bevor hier noch irgendwas passiert. Das heißt, es geht wieder ins Bettchen zurück. Ach ja. Ja, der Hund bellt schon, das heißt, wir müssten schleunigst in die Koje. Und zacki, und schlafen. Wie oft wir eigentlich pennen hier in diesem Let's Play? Also, sowohl außerhalb des Spiels als auch in-game. Man glaubt es kaum. So, mal gucken, wie es jetzt bei Tag aussieht. Und warum habe ich jetzt einen Schluck auf? Verdammt. Ich hätte den ganzen Mist nicht essen sollen. Also ich bastel mal hier die Decke weiter dran, um da mal so einen Referenzpunkt zu haben. Tja, also irgendwie... mangelt es dem Ganzen noch etwas an Eleganz. Hatte ich da eigentlich Slabs als Decke? Ich weiß es. Ich mache ja auch Blödsinn, oder? Nein, ich glaube, ich habe gerade ganz großen Blödsinn entdeckt. Dummerweise von mir aus gemacht. Ich glaube. Ja. Das ist falsch. Alles. Na, klasse. Das ist ein toller Folgenbeginn. Ich fange hier die Folge neu an. Warum fange ich die Folge neu an? Blödsinn. Ich bin schon völlig verwirrt. Nee, also ich fange neuen Morgen an und denke, gerade mal ist das alles falsch. Verdammt. Mann, das sah so halbwegs annehmbar aus. Okay, der ganze Scheiß muss weg. Ja, und was falsch ist, das kann man sich vielleicht ganz gleich daran erklären, dass ich ja vergessen habe, die Decke einzuziehen. Das sollte ich vielleicht am Anfang machen, damit ich weiß, wohin ich eigentlich muss mit meiner komischen Konstruktion hier. Deswegen sah es vielleicht auch nicht so toll aus.
weil es einfach alles falsch war. Also das kommt wieder alles weg hier. Hat keiner gesehen. Hier kommt wieder die Säule komplett hin. Also ich das Ding mal fertig habe, da muss ich noch einiges an Angst und Gedankenschweiß hier lassen. So, dann muss das ja natürlich auch alles wieder weg. Ach, ist das schön. Oder auch nicht. Ich könnte ja auch mal ein bisschen geordneter bauen und ein bisschen mehr Plan haben von den Dingen, die ich tue. Aber das wäre was ganz was Neues, deswegen lasse ich das mal lieber. Hoppala. Und diese Musik ist auch gerade so aufwühlend. Ui. Obwohl die gar nicht zu diesen langweiligen Begebenheiten hier gerade passt. So, also nochmal die ganze Kiste. Hier ist die Decke. Ich meine, ich hätte zwar auch einfach die ganze Basilika ins Höhe setzen können, aber ich bin halt so ein alter Konformitätskasper. Ich hätte nämlich gern alles auf einer Höhe. Ich meine, ich probiere mich zwar in der Stadt hier nicht alles rechtwinklig und auf gleiche Höhe zu machen, aber so ein bisschen wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich meine, das ist zwar vielleicht eine nette Idee, wenn es dann nochmal eine Treppe hoch zu der Basilika geht, aber jetzt habe ich mir gerade mal für ein paar Sekunden aggressiv an den Kopf gegriffen. Okay, da könnte ich mir was auch an den Kopf greifen. Ich sammle erstmal den ganzen Mist hier ein. Ne? Damit das hier nicht verkommt, das will ja keiner. Ich meine, ich mache hier eine riesige halb unterirdische Säulenhalle und versuche mir dabei irgendwas auszudenken. Also eigentlich wäre es aus Stylismusgründen ganz nett, wenn die Basilika ein paar Stüfchen davor hätte. Aber dazu müsste ich erstmal gucken, ob das überhaupt wirklich aussieht. Also wenn wir jetzt hier die Wand haben, also wenn wir die gerade Wand nicht haben, ich mache die Wand hier mal fertig. Wenn wir hier die Wand haben quasi, ne? So, Wand. So, do. Dann hier noch ein bisschen Stein. Was ist denn gerade für eine Musik? Die ist so. Aus den Kanälen kommt die Musik gerade. Das passt ja eigentlich überhaupt nicht, aber egal. So. Wo ist denn hier die Mitte von der Kiste überhaupt? Die Mitte von der Kiste dürfte grob hier so sein. So, und wenn die jetzt quasi. Also hier geht die Wand weiter, das müssen wir uns merken. Hier ist dann die Tür quasi drinne. So, hier ist die Tür, ne? Wenn wir jetzt hier eine Treppe dran setzen und auch da eine Treppe dran setzen, dann hier eine Treppe dran setzen und auch hier. Und genauso hier. Ich meine, dann sehe das doch eigentlich etwas erhabener aus, oder? Das sind gerade Fledermäuse im Hintergrund, dieses Gekrietsche. Wenn man das vielleicht hören mag. Okay, wir hätten das so lassen können, weil ich denke, das sieht eigentlich ganz gut aus, wenn wir davor so eine Treppe haben. Also ist zumindest meine Meinung. Wenn man sich das vielleicht vorstellen mag, also wir haben jetzt hier so den Platz, der ist relativ platzig, also relativ gerade. Ist auch halt da hinten, aber das soll auch so sein. Ja, da fände ich das mit der Treppe davor wesentlich dramatischer. Das heißt, wir könnten eigentlich den ganzen Quatsch hier wieder rausreißen, weil das ist ja dann eine andere Höhe. Ich mache mich doch selbst wahnsinnig mit diesem komischen Bau hier. So, das hier ist erstmal die Wand. Wandi. Da könnte man hier nämlich auch irgendwo mal einen Nebeneingang reinmachen. Das stört ja dann nämlich auch keinen. Mal gucken.
das ist gerade Diablo. Genau. Und mir geht wirklich langsam der Cobblestone zur Neige. Das ist ganz erstaunlich. Aber eigentlich auch nicht so schlimm, weil da könnten wir uns wenigstens irgendwo mal eine Höhle buddeln. So, das hier ist also dann quasi das Bodenniveau von der Basilika. Haben wir das auch mal festgestellt. Hat ja eine Weile gedauert, aber was soll's. So. Und da unten wird es ziemlich dunkel. Also das hier ist der Boden quasi. Hoppala. So, den Boden hatten wir ja schon mal auf der Höhe eigentlich. Aber da hatte ich mich erst so entschieden, dann wieder so entschieden. Aber so ist das nun mal im Leben. Man ist sich nie seiner Sache ganz sicher. So, jetzt kann nämlich der Knall hier auch wieder weg. So, das hier wieder weg. Das weg. Dann kommt nämlich da eine Treppe hin. Wie wir schon mal hatten, eine Treppe. So, das ist der Boden jetzt wirklich. Das ist der Boden. Das ist ein Boden. So. Das ist ein Boden. Dann ist das hier ein Klotz. Und dann ist, das eine Treppe und das hier ein Klotz. Und dann ist das hier zwei Slabs. Genau der Gestalt. Okay. So machen wir es also auch hier drüben. Das heißt, der Quatsch kommt auch wieder weg. Tralala. So, dann kommt hier die Treppe hin. Dann kommt erstmal hier die Säule fertig hin. Hier ist der Boden. Nicht vergessen, hier ist der Boden. Immer schön auf dem Boden bleiben. Oder quasi jetzt hier unter dem Boden. Und die Sonne geht schon wieder unter. Meine Güte, wir bauen hier tagelang an diesen Dingens drumrum. Und ich habe schon wieder vergessen, Folgenpause zu machen. Verdammt. Egal, ich mache den Bogen jetzt noch fertig und dann kommt eine Folgenpause. So. Ich meine, ich kann ja auch ruhig ein paar längere Folgen machen. Wir eiern hier sowieso noch ein bisschen dumm in der Gegend rum. Also zumindest ich. Wie ihr das da gerade macht, das weiß ich im Moment nicht. So. Na bitte. So, jetzt gehen wir hier raus und gehen ins Bettchen und dann ist alles gut und schön und dann kommt der Sandmann und wir fliegen hier die Klippe runter fast. Mein Gott. Immer nur so ewig lange Folgen. Ich finde doch nie das Folgenende beim Schneiden. So ein Blödsinn. So, ich gehe ins Bettchen, wünsche euch einen wunderschönen Tag noch und ja, gehe schlafen. Ich sage Tschüssi und auf Wiedersehen. Wiedersehen. Bett, ich will Bett. Ich mach dich kaputt, du Bett. Ich spring so lange auf dir rum, bis du zerploppst. Keine Ahnung. Kann ich jetzt endlich mal schlafen? Ist es dunkel draußen? Hallo? Hallo? Guck mal, es ist dunkel draußen, Bett. Mann, jetzt wollte ich hier einen wunderschönen Schnitt anbringen, aber nö. Ich will schlafen. Schlafen, schlafen, schlafen. Mann. Hallo, ist, guck mal, es ist ganz, ganz dunkel. Was soll ich jetzt noch machen, bitte? Hä? Da hinten geht der Mond auf, die Sonne ist weg, die sehen wir nicht mehr, es ist Nacht. Endlich.